Ungewöhnlicher Fund. Zahlreiche Schaulustige zog es am Samstagabend an den Strand von Gralmüritz. Nicht aber um zu baden oder einen Spaziergang zu machen, sondern um einen sehr seltenen Fund zu bestaunen. Am Nachmittag trieb ein etwa 8 Meter langer Buckelwal auf Höhe der Seebrücke im Ostseewasser. Die Besatzung eines Wachturms der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft machte den Fund im Wasser und verständigte schließlich die Feuerwehr. Die Kameraden schleppten mit der Hilfe eines Bootes den verendeten Meeressäuger schließlich an den Strand. Per Seilwinde wurde der tote 8 Meter lange Buckelwal in Richtung eines Strandaufganges gezogen, um ihn abtransportieren zu können. Ein Mitarbeiter des Meereskundemuseums Stralsund verschaffte sich in Gralmüritz ebenfalls einen Überblick. Tote Robben und Schweinswale kämen seiner Meinung nach schon mal vor. Buckelwale allerdings seien doch eher eine Ausnahme. Laut Einschätzungen des Fachmanns war der Wal bereits 2 bis 3 Wochen tot. Der Strand wurde an der Fundstelle abgesperrt. Der Kadaver soll nun auf die Todesursache untersucht werden.